einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Chris ist live auf dem Stream. Der Trailer war zu kurz. Und mein Stück Käse zu Ende essen. Freunde, der Oktober ist gar nicht so weit angebrochen. Und bald schon wieder Weihnachten. Hab mir noch überlegt, ob ich jetzt hier mit irgendwas Weihnachtlichem hier sitze. Hab's aber sein lassen. Nun, das sind übrigens die Reste von den Häppchen vom Geburtstag meiner Ma. So. Wir spielen heute. Wo ist mein Getränk? Da. Wir spielen heute auch weiter mit diesem großartigen Spiel oder in diesem großartigen Spiel, das ich erneut in die Kamera halten werde. Und zwar Yakuza Kiwami 2. Ich weiß, ihr könnt es schon alle nicht mehr sehen. Ihr habt alle schon gar keinen Bock mehr drauf, vor allen Dingen jetzt, wo die Hostess-Club-Geschichte ad acta liegt. Ja? Wer spielt ein Spiel schon wegen Story? Jetzt mal ehrlich. Ja? Ich zum Beispiel nicht. Natürlich spiele ich Kallo, bitte euch. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an die Menschleins, die sich im Chat eingefunden haben. Ich muss ganz kurz Tamara noch antworten, weil sie mich gerade eine wichtige Frage gefragt hat. Jo. Ja, heute ist Dragon Quest. Heute ist Dragon Quest. Es ist übrigens tatsächlich, übrigens danke für die Hosts, ja, es ist übrigens tatsächlich sehr ungewohnt, wie leer der Plan irgendwie ist diese Woche. Es macht mir Angst. Vielleicht haben alle einfach nur vergessen, sich einzutragen, oder ich muss halt alles auffüllen oder so. Ich glaube lieber 5000 Stunden Yakuza als eine Stunde Witcher oder drei Stunden Kingdom Hearts. Ja, gut. Na, vielleicht überzeugt dich ja Kingdom Hearts 3, man weiß ja nicht, ne? So. Du siehst nur drei leere Tage? Was ist passiert? Moment, das muss ich kurz nachprüfen. Sekunde. Ist denn Andres Team... oh, warte. Ich muss noch die alte Kalenderwoche ausblenden. Tabellenblatt ausblenden. So. Wow! Ja, stimmt. Du siehst nur drei leere Tage, weil ich gerade realisiert habe, dass wir einen geilen Froschsonntag haben. Scheiße, Mann, wir sind auf der Mac. Vielleicht sind wir ja bis dahin wieder zurück. Man weiß es ja nicht. Ja, ich habe morgen mal noch kein Kiwami eingetragen, weil ich noch gar nicht weiß, ob das jetzt so stimmt, wie Tamara das eingetragen hat und bla. Und eigentlich müsste ich ja so ein bisschen üben noch, wegen ZFM, Yakuza Run und so. Ich weiß nicht. So. Ich lasse den Saxophon-Mann mal gerade noch so ein bisschen spielen und klicke mal wieder zurück in den Chat, dass ich lesen kann, was da steht. Ja, diese Woche nur Sonntag. Ne, ist am Freitag nicht da. Samstag auch nur so halb. Ja, das geht uns so ein bisschen ähnlich. Ist KW41 auch schon ausgefüllt? Ja, nee. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich hatte es noch offen im anderen Browserfenster. Habe aber nicht gesehen, dass Kermit sich eingetragen hat. Siehst du mal? Ich werd alt. Das passt ja schon so von der Musik her. Okay, Freunde. Wir haben ja aufgehört an der Stelle. Ich muss mal gerade eben die Notifications wieder wegklicken hier, sonst weiß ich nie, wann ich hier drauf bin. Wa? So. Bam. Wann irgendwas brennt. Freunde, wir haben die Hostess-Club-Geschichte fertig gemacht. Ich habe angefangen, noch in irgendeiner Form die Sub-Stories zu machen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir heute weitermachen. Und ich bin
immer noch so gedanklich bei dieser schönen Netzwerk-Demo von Soul Calibur. Ich will dieses Spiel haben und ich weiß ganz genau, ich kann es eh nicht. Eines meiner Lieblings-Beat'em-Ups. Mann. So. Tschüss, Saxophon, Mann. Kannst Pause machen. Noch Häppchen da. Press in den Button. Machen wir mal eben. Eine Sache, die ich leider nicht nachgeguckt habe, weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe, dass wir das noch machen müssen, ist tatsächlich, wir haben ja diesen Dödel da, Moment, wir haben ja diesen Dödel da getroffen, der sich total für diese, keine Ahnung, diese Gundam-Models oder was auch immer interessiert und ich hätte eigentlich mal noch nachgucken müssen, wo dieses Model denn eigentlich zu finden ist. Falls das aus Versehen mal irgendeiner machen wollen würde, der keine Angst vor Spoiler hat, wäre das ganz cool. Nein, Jack Bauer ist nicht da. Ja, und dann bleibt uns ja auch noch offen, dass wir mit den Mädels noch so ein bisschen Dating-Schmu machen müssen, bevor wir dann uns mit Sayama treffen. Das wäre zumindest was ganz Tolles. Ja. So klingt das gut, würde ich sagen. Dann machen wir das doch einfach mal. Jo, wie ich feststellen durfte, ist es ja so, dass Momo anscheinend da geströmert hat, Kiwami, gestern. Was ist denn da los? Sag mal. Also sie zieht das jetzt, glaube ich, wirklich durch mit diesem Speedrun, kann das sein? Ich meine, ist das schön, wenn man halt so... Da bleibt Yakuza Speedrun hier so ein bisschen in der Familie, in Anführungszeichen. Das ist doch schön. So gibt es... Hätte ja sein können, dass... Ha. Well. What? Oh, ich kann nichts. Boah. Nee, Momo spielt ja Kiwami 1. Ich mache ja Yakuza 6. Was interessant wäre, wenn wir das beide machen würden, weil dann wären wir schon mal zu dritt in der Rangliste. Aber ich würde mir halt auch gerne mal Kiwami 1 auch angucken, ne? Was? Hey Chris und gute Nacht, Chris. Du hast mich jetzt unterhalten, während ich schlafe. Du hast mir gestern übrigens nicht geantwortet, ob der Deal jetzt steht. Ja, so lange rede ich erstmal nicht mit dir. Das war ein Spaß. Ja, aber ich würde halt auch gerne nochmal Kiwami 1 angucken, weil also, vielleicht hat Momo dann so ein klein wenig Druck. Der Pfirsich hat Druck. Aber das war ein Spaß. Du hast mir einfach noch nicht gesagt, ob der Deal steht oder nicht. Ich hab mich voll gefreut. Ja, aber hast mir nicht mehr geantwortet. Ja, hast du auch nicht Tschüss gesagt, als du gegangen bist. Ich hab den Chatlog durchgeguckt, da stand nix. Da stand nix, André. Wenn der Muskel für sie raus... Ja, gut. Nein, bleib hier. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass, weißt du, ich muss das kompensieren. Ja, da stand nur Deal, aber das war bevor ich gesagt habe, worum es geht. Ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Ich muss das kompensieren, was Kermit momentan nicht an Aggressionen an euch auslegt. Ach so, das habe ich nicht im Log. Dann tut's mir leid. Nehme ich alles zurück. Darf ich mich hier am Telefon. Ah ne, bist ja nicht da. Darf ich mich verprügeln demnächst. Ich habe zu Tamage so nachgucken, ob da steht. Und sie hat Nein gesagt. Dann kann ich auf alles auch. Ich höre wieder auf. Wann ist sie denn mal nicht durch den Wind, frage ich dich. Wann? Ich bin ein Hund, wann? Ja, die Frage ist jetzt trotzdem noch.
Du meinst, sie heilt mit Gehirn? Vergiss es. Vergiss es, Junge. Ja, wann denn? Also, ich meine, spontan. So, wann wäre denn so spontan, so als Zeitraum? Danach lasse ich dich in Ruhe schlummern. Wo ist denn dieses komische Model-Dingsel da? Ja, genau das, ja. Der einzige Grund, warum Tamara das kann. Kann vielleicht trotzdem jemand nachgucken, wo man das irgendwie kriegt, sonst bin ich echt so ein bisschen aufgeschmissen, muss ich offenkundig gestehen. Bezweifle, dass das jetzt irgendwie hier mal eben in dem gleichen Laden ist, wo er sagt, dass es ausverkauft ist. Spontan wäre sie irgendwann von Samstag bis Freitag, irgendwann so in der Zeit zwischen 0 und 1. Ja gut, das grenzt die Sache da durchaus ein, ja. So. Ja gut, ich habe ja gestern schon erfahren, wie man dich erkennt. Also von daher, ziehe ich ein. Passt. Ich gehe nochmal hin und frage ihn gleich. Er ist irgendwie... Ich kann ja mal gucken, wie die Quest heißt. Kannst ja mal nach dem Questnamen gucken. Und zwar The Elusive Model 12. Also du bist nicht Bausch. Das schließt alle anderen aus. Frag ihn nochmal. Hier. Na, siehst du? Haben wir irgendwas gemerkt von gestern? Oh, da liegt noch was. Im Zweifel die Person auf dem Bausch mit dem Finger zeigt, aber halt, ne, halt so hoch, weißt du? Das ist so von unten. Ich habe schon überlegt, ob wir ihm eine Zipfelmütze mitnehmen. Also diese Link-Zipfelmütze. Weißt du? Darf man nicht gemein sein, was ist denn da los? Kriegen wir das überhaupt in Zotembodi, ist die Frage. Aber ich bezweifle, dass man das in der Apotheke kriegt. Ja? Was ist denn das? Achso, das ist der... Ich liebe ein Schachbrett. Ja, gut. Wer weiß. Also ich behaupte jetzt einfach mal, man kriegt das nicht in Zotembodi, wa? Weil ich wüsste halt nicht, wo... Was ist ja denn das da oben in der Zotembodi Street? Uno. Sagt Kermit. Okay. Beim Popo. Jetzt dein Ernst? Der wahrscheinlich der da oben. Geh mal zum anderen. Das wäre lustig. Ja? Der sagt, ist nicht im Regal und ich gehe dann halt zu dem Mann und sag dann, guten Tag, ich hätte gern Modell 12. Und er gibt uns die freiwillig. Aha. Aha. Der da oben, oder? Hä? R? What? Okay. Ja, die Sache ist, Tamara kann ja nicht. Das heißt, ich bin vermutlich alleine da. Weil ich muss ja meinen Run machen. Wo? Seit wann kann der so Kunststücke? Jetzt kommt halt her. Also prinzipiell Montag auf jeden Fall. Ja, Forever Alone. Ich doch auch. Wahrscheinlich muss ich mir mit Bausch ein Zimmer teilen. Kollege, fall um. Gucken wir mal nach, ob Karit recht hat.
Das ist voll unlogisch, aber ich glaube, alles, was der Frosch sagt, nachdem er sogar Land hier die Rätsel gelöst hat. Hi there. Es gibt Dinge, die hinterfrage ich nicht. Hier. Hä? Hä? Hier. Hä? いらっしゃいませ. ありがとうございました。 Hier. Oh Gott. Ja, toll. Ja gut, dann machen wir das mal. Muss ich das jetzt echt immer so machen? Like, for real? Hier. Was? Oder muss ich die jetzt erst im Inventar aufmachen? Oder was ist los? Die sind da nicht mal. Sind die bei Valuables? Oh Gott! Habt ihr sonst noch irgendwas vor heute Abend? Frage ich einen Freund. Wir einfach mehrere kaufen? Verfluche Gacha. Habe ich euch schon von dieser coolen Serie Gacha Bike erzählt? 12. Boy. Damit kannst du mal heile machen gehen, bitte. Euer Verhalten macht mir Sorgen. Sounds good. Es ist okay, wenn Tamara mich später auspeitscht. Ja, wo geht der jetzt hin? Der Ausgang ist da vorne. Geht der jetzt durch die Kühlschränke nach Narnia oder was? What the heck? Momo hat leider verweigert, dass sie selbst Miss Piggy cosplayt für Kermit. Also wird das jetzt schon ein bisschen schwieriger. Kermit muss erstmal einen anderen Dödel finden. Und ich bin's schon mal nicht. Ich werde ein hübsches Kleid tragen nach unserem Deal. Ach Gott, ja, da unten ist ja auch noch was, ne? Dankeschön fürs Nachgucken übrigens, Kermit. Live-Episode der Muppets. Können wir nicht einfach die Sesamstraße so nehmen? Jan ist ein guter Samson. Oh. Die hat ganz harte Dinge, glaub's mir. Da ist, bin ich froh, wenn der Strabon jetzt zum Einsatz kommt. Vermutlich erst dann, wenn das Kleid da ist. Aber egal. Oh Gott, wie das laut gesagt. Tut mir leid. Und ich glaube, da ist ein Nischendude. Da ist er ein Nischendude. Das wäre eigentlich voll lustig, Kermit.
wenn die das machen würden. Ich hab übrigens immer noch so diese Idee an, also beim Baka Bash, dass wir so eine Art Baka Playback Show machen, wo sich am besten jeder in Schale schmeißt zu einem Song. Bernie und Erd, ja. Der Popo-Club. Einfach remember. Never forget. Träum weiter. Warum muss immer ich alles machen? Mann. Bin ich denn der Einzige, der Menschen entertainen kann? Will? Muss? Soll? Okay, also wir kommen anscheinend leider nicht drum rum. Ich muss weitermachen. Wir kommen nämlich nicht ins Kolosseum. Von hier aus. Das Taxi fährt uns nach Kamurocho, was ich anzweifle, aber ich gucke jetzt tatsächlich mal. Darf man dann sowas überhaupt auf Twitch zeigen? Das ist gar nicht wahr, Kermit. Nee, wir dürfen nicht nach... Doch, Taxi to Kamurocho! What the effing fool? Ja gut, mal Story weiter. Wenn du wüsstest, was ich für ein Schamempfinden eigentlich habe, ja. Wenn ich so meine eigenen Streams manchmal gucke, da ist die Gesichtspalme ziemlich, nun. Vogel, ja. Aber Mara kennt doch den Vogel. Der Vogel hat doch nicht gestreamt in der Zeit. Ja, du bist Mr. Social Media. Habe ich versprochen, dann bleibt es so. Ich empfinde größte Trauer. Also, man korrigiere mich, wenn ich falsch liege mit der Aussage, dass Mara den Vogel nicht kennt. Bin immer noch gespannt, wie sich das zwischen den Zweien entwickelt. Weil wenn man an Teil 3 denkt, den ihr noch nicht kennt, also hier zumindest nicht, würde ich schon gern wissen, wie das weiterläuft. Aber besser so. Besser so, würde ich sagen. Ich kann übrigens die Ereignisse von Teil 3 immer noch nicht so krass verarbeiten. Das ist, Teil 3 ist mega heftig. Wow, der Move, Mann, der Move. That move though, that move. So, Sekunde, Livestream-Feed, so. Diesmal meine ich nicht Stefan, warum? Es ist komisch übrigens, wenn ein Frosch einen Vogel hat. Also komm, lass uns mal über eine Sache reden, ja? Du sagst, du bist Mr. Entertainment, ja? Aber da gab es diese Sache in deinem Stream, ne?
hat Stefan. Das ist eine gute Frage. Da, wo ich seine Wohnung in die Luft gesprengt habe. Der Creeper, meine ich. Leute, macht mal ein bisschen langsam. Ich schenke mir gerade Getränk ein. Was ist denn da los? Ja, du sagst, du bist Mr. Entertainment, ne? Da muss ich mich an diesen Stream erinnern, ja? Mit dieser Sache, die du da aufschneiden musstest, ja? Jemand, der Entertainment wäre, ja? Jemand, der Entertainment wäre, der hätte da einfach gesagt, wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Ihr Penner. Und den Stream ausgemacht. Du hingegen bist hingegangen und hast es musikalisch untermalt, um die Tragweite der Situation in irgendeiner Form an den Mensch zu bringen. Jetzt erklär mir, wo das nicht Entertainment war. Okay, gut, ich habe zeitweise keine Luft gekriegt vor Lachen, aber trotzdem. Nicht aus Schadenfreude, sondern aus Reaktionsgrund. Ja? Reaktionsgrundlage auf das, was da passiert ist. Mit der Musik. Das hat mich innerlich zerstört. Wir müssen schon wieder nach da unten. Das kann doch nicht wahr sein. Achso, wollte auch noch was nachgucken, ne? Completion. Vielleicht habe ich manchmal so einen Moment. Aber das nur alle paar Monate mal. Ja, 26.06. Ja, das kommt etwa hin. Hör mir, daran glaube ich nicht, ja. Ich glaube, das ist eine Ausrede. Ja. Aber wir brauchen halt hier so einen Grumpfrosch. Das würde alles irgendwie deine, würde alles deine Rolle zerstören, wenn es anders wäre. Also von daher, oh, wer bist denn du? Hoi. Achso. Das wäre wieder so ein Dude. Diep, 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 diep. Guten Tag. Chine. So, was passiert jetzt, wenn... Okay. Die mit Sayama hat Priorität. Das sind schon 3 Monate. Ja, siehst du, wir vermisst ihn keiner. Macht Spaß. Davon, wir vermissen dich. Weißt du, was das Geile ist übrigens, Kermit? Hast du eigentlich mal zufällig in die Programmplanung geguckt? Deinen belegten Sonntag sehe, hast du mal in die Programmplanung geguckt? Das realisiere ich gerade und das amüsiert mich. Genau. Er kann das doch nicht machen mit dem Handy. Kermit. Du böser Frosch, du. Saß die hier schon vorher? Dann gewartet. Ich glaube, ich bin zu weit vom Schuss weg. Die sind echt, die sind doch alles Penner. Ich hab's nur erwähnt. Ja, ich bin fein raus aus der Sache. Westjefuku called Mino. Ja gut, aber hat mir ja auch nicht gesagt, ob alles brennt. Also von daher,
Aber ich habe nichts damit zu tun, gar nicht. Bis 20. Oder hat er mir das privat geschrieben? Ich weiß nicht, egal, nimm mein Problem. Verprügelt ihr euch? Naja, Ma, nimm ein Fahrrad. Ich habe seit dieser Augensache übrigens auch so krass Kopfschmerzen. Das macht mich irgendwann macht mich das voll mürbe. Da unten nehme ich jetzt mal spontan an, damit diese Gasse endlich einen Sinn hat, die irgendwie spontan später gar nicht mehr existiert. Examine. Okay. Das ist aber seltsam. Aber es ist auch eine sehr interessante Art und Weise, das irgendwie so. Okay. Also beidseitig vor allen Dingen. Ich habe es einmal hier hinten und einmal hier vorne so. So stirnrechtsseitig. Oh, das ist so schlimm. Was willst du denn, Golddude? Guck mal, ist der goldig. Oh. Au. Immer so goldig. Hab ich schon gemacht. Ding. Halt vorbei. Hier? Was ist denn das hier? Also die Ponytail Garden Lounge? Die? RIP. Auch Club Hermine. Das sind all die Harry Potter Fans. Wie war das noch? Vom Gericht. Auf was wollen sie schwören? Die Bibel, Koran, Tora? Haben sie vielleicht den dritten Band von Harry Potter da in Englisch? Zehn, 100, 109. Okay. Ah, wahrscheinlich war. Dude, ich muss da glaube ich irgendwie hin, aber es wäre schön, wenn ich da. Also wenn ich da durch muss, habe ich ein Problem. Alles klar, Kermit. Bin übrigens jetzt sehr verwirrt, weil das hilft uns irgendwie nicht weiter. Das geht's more and more cryptic. So, muss hier rein. Aber wenn, dann ist es der da hinten, vermutlich. Aber ich komme da nicht hin.
110, 100, 109. Aber sonst ist hier nirgends ein Trigger. Ich komme da halt nicht durch. Übersehe ich was? Muss ich erst die Notiz nochmal angucken? Ah ja. Wir haben noch gar nicht alle Models jetzt. Das ist doch doof. Wahrscheinlich ist das auch bestimmt Completion. Phone Number Memo. Was? Um Gottes Willen. Bitte schrecklich. Das klingt so ein bisschen nach Augenmigräne auch zusätzlich. Um Gottes Willen. Ich meine, ich habe mit meiner Sehnerventzündung, die ich vor einem Jahr hatte, also fast genau einem Jahr, noch genug zu kämpfen, weil da sind immer noch Reste und das versuche ich jetzt immer noch nach und nach irgendwie so weg zu, in Anführungszeichen, trainieren, aber... Hey. Cluster-Attacken, okay. Gibt mittlerweile echt für alles eine Bezeichnung. Das ist popular hostess down at Shiorin. Was bei Yuki Nation and she's known for being pleasantly plump. Her sizes, please. Ah! Wie war das? 110? 100? 100? 9. Oder? Ja. Hoi. Ha! Bekanntes Beispiel ist Sir Arthur Conan Doyle, damit müssen die mal seine Schmerzempfindung über Sherlock Farben. Okay. Wow. Sehr tiefgängig. Hast du währenddessen Schmerzen hinter dem Auge? Frag mal so aus reinem Interesse. Jetzt müssen wir hier wieder runter, ne? Was? Ja gut, heutzutage glaube ich alles, ne? Hä, wieso ist denn jetzt offen? How strange, ja. Ich habe Angst, dass das eine Falle ist. King, General, Silver General und Pawn. Oh Gott, Kermit, komm sofort zurück. Ich glaube, wir haben Rätsel. Ja, ich habe das jetzt halt nicht so gedeutet, als wäre es halt so praktisch, also hinterm Auge, weil ausschälen, da habe ich dann eher von vorne, also so ein Schmerz von vorne gedacht. Deshalb habe ich dann nochmal nachgefragt. Kann ich damit jetzt irgendwas machen?
King, Gold General, Silver General und Pawn. Irgendwie kann ich da nichts mitmachen. Oh, hier geht's weiter. Habe ich gar nicht gesehen. Ein Safe. Ich habe keine Ahnung, was der Safe-Code ist. Hinter, von oben, unten, egal, Auge halt. Ja, weil es gibt halt die Leute, die haben dann halt praktisch so einen Schmerz, die halt, ne, wenn das Auge ist, ne, als würde halt von hinten jemand das Auge nehmen und so zusammendrücken. Ich weiß. Ja, okay. Es wird jetzt richtig anspruchsvoll hier, was ist denn da los? Hm. König, goldener General, silberner General und Bauer. Goldener General. Moment. Wir brauchen erstmal König. König ist die 5. 5. 5, 8. 5, 8, 2. 5, 8, 2, 4. Komm mal weg, Seimer. 5, 8, 2, 4. Das kenne ich irgendwoher, ja. Mein Vater selig hatte ab und zu auch solche Schübe. Shareholders Ticket. Was zur Hölle? Müsste ich ja eigentlich diese Frage stellen, ob es eine Besserung gibt, aber mittlerweile habe ich gelernt, das kann eigentlich alles geheilt werden mit Selbstheilungskräften und blauem Blub. Ich beweise es selber, weil die Ärzte der Sache keine Chance gegeben haben und ich bin fast wieder ganz normal. Da frage ich jetzt einfach mal so in die Richtung. Also, jetzt wird's hier interessant. Jetzt müssen wir hier so Conan-like Rätsel lösen, oder was? Unsere deduktiven Fähigkeiten, wo wir hier vorhin Conan Doyle hatten, ne? Unsere deduktiven Fähigkeiten werden jetzt unter Beweis gestellt. Gibt's eigentlich schon irgendwie Neuigkeiten zur neuen Sherlock-Staffel, wo wir gerade nicht drüber reden? Maximal Bedarfsmedikation. Boah. Hm? Ach, jetzt. Wünsche ich keinem sowas. Mega verwirrt gerade. Gibt Schlimmeres? Ja. Zugegeben, ja.
Mich hält ja auch momentan einfach nur noch diese Sache aufrecht, dass ich einfach glaube, dass das hier irgendwie mal wieder besser wird. Und es liegt ja anscheinend wirklich so in meinem Ermessen, dass das irgendwie wieder besser wird, habe ich so den Eindruck. Weil wenn ich aktiv was dafür mache, momentan, ich merke momentan, ich gehe nie mehr laufen oder sonst irgendwas, weil ich aktuell gerade einfach keine Zeit habe. Und ich merke, dass es kaum Fortschritte macht. Das ist schwierig. Ich muss es unbedingt wieder machen, aber es ist halt alles irgendwie gerade so ein bisschen... Ne? Wenn wir doch alle mal gesund wären, ne? Bin ich tatsächlich dran? Kurz dazu nochmal, also die Kliniken haben damals gesagt, also das ist mein Sichtfeld auf dem rechten Auge, ne? Und im Prinzip kannst du sagen, das war weg. Ja? Und dann war ich war in Karlsruhe zuerst in der Behandlung, die haben gesagt, es könnte ein Schatten zurückbleiben. So. Als ich dann nach 8 Monaten nichts mehr getan hat oder überhaupt nichts getan hat, bin ich halt nach in Saarland gefahren und hab da nochmal Tests machen lassen und haben die gesagt, es tut mir leid, nee, ist total okay, wir haben ein bisschen Zeit heute. Und die haben gesagt, tut uns leid, da ist mit Hoffnung auch nichts mehr zu machen. Das wird so bleiben. Keine Visusbesserung, null nada. Bin ich nochmal zu meiner Augenärztin. Und dann hat die gesagt, Moment mal. Ja, wenn überhaupt, ist die Chance größer gleich null. Klar, es war nur Wortverdrehung. Und sie hat mir auch 3 Geschichten erzählt, die sie selbst erlebt hat. Ja? Und sie hätte mir auch wahrscheinlich 3000 andere erzählen können, in denen es nicht funktioniert hat. Und dann hat sie gesagt, so ein bisschen Ernährungsumstellung, Sport und eben solche Nahrungsergänzungen nehmen. Ne? So Vitamine mit den ganzen Sachen, die gut fürs Auge sind. So. Dann habe ich angefangen, das zu machen. Ich bin jeden Tag laufen gegangen. Ich habe jeden Tag diese Dinger genommen. Ich habe Augentropfen von einem Heilpraktiker gekriegt, die auch dazu helfen sollen, die Kombination von allem. Keine 4 Wochen später war schon die Hälfte von diesem ganzen Fleck weg. Und ich habe jetzt nur noch kleine Erscheinungen, von denen ich sagen kann, da ist tatsächlich was, aber es ist noch zu unscharf, um es zu erkennen. Also theoretisch funktioniert der ganze Mist wieder. Es dauert halt nur noch ein bisschen. Und Ärzte gucken auch nur Schulbuch, ne? Von daher... Willkommen zurück, Hermit, übrigens. Von daher, ich habe tatsächlich gelernt, dass, gar nichts in die Richtung. Ich hatte eine Sehnerventzündung und dadurch hatte sich so ein Skotom gebildet, so ein Fleck, der einfach zurückgeblieben ist, ja. Es ist weder grüner noch grauer Star noch sonst irgendwas. Mit dem Auge ist alles in Ordnung. Der Sehnerv, der hat einfach in irgendeiner Form einen Schaden genommen. Und man sagt ja, wenn der beschädigt ist, da funktioniert nichts mehr. Aber wie kommt es dann, dass dann auf einmal das so rückläufig ist? Ja? Von daher, dem Auge geht es an sich gut. Das ist der Sehnerv, der davon irgendwie mit Leidenschaft gezogen worden ist. Jetzt ist es so, wie es ist. Und es geht weiter zurück. Ich verstehe auch nicht so ganz, was da gerade passiert und so. Genau das meine ich ja. Ja, es gibt dann einfach so die Ansicht, ja, weil periphere Nerven, da geht alles, da, wenn ich mir jetzt hier in, ne, wir erinnern uns an das, an dass ich mich geschnitten habe an der Klassenarbeit. Weg. Aber da halt. Ja, es soll ja auch Sachen geben, dass wenn gewisse Axone tot sind, dass die sich auch noch regenerieren können von den Nachbarn.
Wenn halt zu viel, dann ist weg. Ja? Also von daher, ich sage, ich glaube keinem Arzt mehr eigentlich nach dieser ganzen Geschichte. Ja, und ich verfluche die tatsächlich in Homburg, dass, ja, oder das mit der Dokumi mit dem Messer, ja, das ist richtig. Dass die in Homburg so eine Aussage treffen, das war halt hart, das hat mich richtig hart getroffen. Jeder, der irgendwas hat, was er gern wieder loswerden will, dem geht's wirklich scheiße. Komm, es klingt jetzt für wenig, aber ich habe seit ich ein Kind, also seit ich 4 Jahre war, Probleme mit den Augen eigentlich. Ich bin ultra kurzsichtig. Und das mit dem Auge war eigentlich das Schlimmste, was mir passieren konnte. Für mich ist es wirklich mega schlimm. Und ich wünsche mir einfach momentan, dass es weg. So wie du dir wahrscheinlich auch wünschst, es wäre weg. So, verprügeln wir erstmal den Menschen, können wir weiterreden. Achso, ja, mal hilft auch noch, das ist schön. Wir könnten übrigens gleich mal wieder Stats aufladen. Ganz ehrlich, Mara, wenn es irgendwas geben sollte, die Medizin schläft ja nicht, ja, dann wünsche ich mir, dass du die Erste bist, die das in irgendeiner Form kriegt und es besser wird. Schreiben wir uns mal alle noch nicht ab, ne? Es gibt schlimmere Dinge da draußen, die uns irgendwann dahin raffen, ne? Ach ja, und dann war ich halt ja auch jetzt die Tage, was heißt die Tage, vor rund 2 Wochen nochmal beim Heilpraktiker. Und der hat dann halt tatsächlich noch gesagt, so, wir sehen uns jetzt ja zum ersten Mal und so richtig, bla. Und hier nochmal so ein paar Sachen, die wichtig wären. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Im Prinzip hat er jetzt nochmal bestätigend gesagt, seiner Erfahrung nach, ja, kann sowas, solche Augenprobleme mit gewissen Methodiken auch geheilt werden. Und das ist halt irgendwie 20 Minuten Sport am Tag, so Aerobic oder sowas. Dann halt Wasser. Wasser trinken, entsprechend solche Vitamine. Man soll viele gute Dinge, man soll viel, also Stressreduktion und ganz viel gute Dinge. Deshalb streame ich in letzter Zeit so viel, weil mir das hier verdammt viel bedeutet und ihr mir verdammt viel bedeutet. Und ihr macht mich glücklich, also mache ich das für euch. Und das trägt dazu bei, dass es wahrscheinlich besser wird. Und jetzt habe ich ja letztens, um auf das einzugehen, was jetzt gerade geschrieben wurde, ich bin gegen Tierversuche, keine Frage. Ja, ich weiß auch so, dass ein Pitbull mit Lippenstift scheiße aussieht. Aber ich habe da letztens was über Stammzellen gesehen und das war mega interessant. Kermit bedeutet mir auch viel. Alle, die hier mit diesem Kanal zu tun haben, wenn da irgendeiner irgendwann weg wäre, mir würde es das Herz brechen. Das muss ich euch ganz offen sagen. Das habe ich euch nie gesagt, aber das muss ich euch offen sagen. Und das schließt euch Zuschauer auch mit ein. Ich habe dann halt was über Stammzellen gesehen. Und dann haben die gezeigt, was die damit alles gemacht haben. Ein Pferd, dessen kompletter Hinterleib gelähmt war, ist wieder gelaufen. Hunde. Alles Mögliche. Und der hat dann auch noch gesagt, im Prinzip sind wir gar nicht mehr so weit von dieser Geschichte weg. Es kann momentan nur einfach noch keiner bezahlen. Aber wir sind so kurz davor oder sowas. So Krempel wie sich selbst regenerierende Zähne. Was alles irgendwie da drin war. Also,
Ich würde niemals sagen, dass wir vielleicht nicht weiterkommen würden, aber es gibt bestimmt für alles irgendwann mal was. Und irgendwann können wir vielleicht auch den Krebs besiegen. Dann haben wir das schlimmste Übel eigentlich fast schon getötet. Aber ich habe auf jeden Fall von diesem Professor hier in Deutschland ist er, glaube ich, ansässig, der neuronale Regeneration irgendwie erforscht. Ja, genau sowas. Ja, das sind auch die, die irgendwie so Chips für das Auge da entwickelt haben und so, und die haben halt auch irgendwie ein Experiment mit Mäusen gemacht, wo eben die axonale Regeneration der Neuronen und bla, also des zentralen Nervensystems, dass da wieder diese Verknüpfungen entstanden sind und alles, und dass sich das regeneriert hat. Aber es dauert halt noch ein bisschen, das auf den Menschen anzuwenden, aber wir sind eigentlich kurz davor. Ja, also von daher, wenn ich das schaffe, Und dann kabeln die dich auch wieder neu zusammen. Aber bis dahin müssen wir halt einfach stark sein und aushalten. So. Ich drück dich mal auf dem ZFM, wenn wir es irgendwie schaffen. Underground Shogi Palace. Wo ist Momo, wenn ich sie gleich wieder brauche für Shogi spielen? Und ich finde das großartig übrigens, dass gerade in der Medizin momentan so dass das international irgendwie zusammenfließt. Weißt du, irgendwie, wir haben irgendwie so Auflagen wegen Stammzellen, also machen das irgendwelche Leute, die, oh Gott, aber da habe ich nichts gegen, Free Hugs gehen immer. Dann wird das in irgendeinem Land gemacht von irgendeiner Institution, bei denen das irgendwie null Problemo ist, und dann wird das gemacht und dann gehen die Ergebnisse hier rüber, dann wird hier weiter geforscht mit dem ganzen anderen Gebimmel und dann... Oh. Wenn wir uns auf dem ZFM nicht sehen, dann bestimmt irgendwann mal in anderer Form. Wolltest du nicht schlafen? Entschuldigung. Oh, this piece to Santa Claus is... Nanny. Was? Bitte gib mir einen Punkt. Oh Gott, es gibt einen Punkt. Sonst wäre ich aus. Oh, uff. Ich bin heute übrigens anscheinend Dr. Verena Breitenbauch. Ich kriege jetzt die Krankheitsgeschichte von jedem. Ich war als Kind wohl mal verletzt und jetzt wächst mir ein Knochen aus dem Schienbeinknochen wie so ein Ast beim Baum, schräg unter der Kniescheibe. Mein Arzt war sehr überrascht, dass ich das jetzt erst merke. Das ist brutal. Das erinnert mich an meine Oma selig. Die hat mal, also als sie die dritten gekriegt hat, dann ist mal ihr ein Zahnersatz einfach so rausgeploppt, weil darunter wieder ein Zahn gewachsen war, der dritte. Ja, also es ist manchmal sehr interessant, was unsere Körper machen. Aber sonst geht es dir aber gut, André, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie... Was bedeutet das? Ist das jetzt langfristig ein Problem oder wie... Das interessiert mich jetzt. Oh Gott, ich sehe gerade, es gibt mehrere Punkte. Oh, leck mich doch.
bestimmt wieder nur eine Situation wichtig. Der Rest ist dann... Hallo Fennec. Und hallo Simone. Vor 5 Jahren bin ich nach England geflogen, kam nicht durch die Kontrolle, dauernd hat's gepiept. Ist mir eingefallen, dass ich mal ein zertrümmertes Schlüsselbein hatte. War aber etwas verschraubt. Dude, was zur Hölle machst du eigentlich immer mit deinem Körper? Was ist los mit dir? Okay, ich glaube jetzt nicht, dass das die Person war, mit der wir eigentlich ursprünglich sprechen sollten. Vielleicht da oben, oder? Dann vorbeigelaufen? Oh ja. Bist du zufälligerweise Santa Claus? Arzt meinte nur, solange ich keine Probleme habe und es nicht noch weiter wächst, muss da nichts gemacht werden. Soll auf jeden Fall im Auge behalten. Wie soll ich das machen? Wenn wir dein Bein aufmachen und nachgucken oder was? Au. Au. Das ist das Lagerhaus, in dem Makoto drin war. Da bin ich froh, dass das Einzige, weswegen ich je operiert, wo meine Galle war, weil ich das so erblich bedingt, weil ich erblich bedingt gefühlt so große Steine hatte. Oh, was gibt's denn im Kino? Das Ende Date Spot Kids. Ja, ich wünsche viel Spaß auf jeden Fall. Kannst ja dann kundtun, wie es war im in unserem Discord. Bestimmt Menschlein, die interessieren das. Ach, da war was, ne? Ja. Ich bin froh, dass ich wirklich in 30 Jahren es nichts großartig war, weswegen ich irgendwie operiert werden musste. Keine Knochenbrüche, gar nichts in die Richtung. Hätte ich auch gemacht, wenn es niemand interessieren würde. Ja, zu Recht. だが、これが敗因で矢蓋は負けた。43に銀を打って王を固めるのが定石なことは、プロならだれでもわかるのに、矢蓋はなぜか勝負に出た。みんなはボンミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。モインキリド、ヘロー。聞きたいことがあるんです。 若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。父兄の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人号派のことをお聞きしたいんです。Ja, wir kriegen jetzt ganz harte Story. 20数年前のカムロ町での事件覚えていますよね。 私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時、現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか？一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのなら、その方がいい。教えてください。 Okay, jetzt wird's interessant. War sie vielleicht das Baby?
公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理や言うことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。 人の人生っていうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことをしていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。教えてください。 Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich das nicht gelesen. Der nippelt doch jetzt ab, bevor er was sagen kann, oder? アジドにいた構成員は次々と葬られた。けど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ。あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど、本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？ なかまを撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの。ちゃう、キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？ Ach kommt! Shit. Bibi. Ja, um 21:15 Uhr spielt Tamara bei Dragon Quest C weiter. Ja, ja, der recht leere. Mal gucken. Sorekara Morai toyu namae o moratte kouste ikinobitoru ya. Ja, Saeba no chichoya wa
Die Spiele, die keiner mehr sehen kann. Dragon Quest 11 und Kiwami 2. Es ist eine Frage, die man mit doch ich beantwortet. Ja, die offizielle Aussage Twitch gegenüber ist, dass ihr alle nur Viewbots seid, ja. Und ich wäre mal sicherlich schon Partner. Ah, fuck. ジンゴンハの連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐も、てめえらの仕業だな。そうだとも。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に、郷田会長の居場所を吐かせてやる。 Da muss halt Blut fließen, ist ein Yakuza-Spiel. Slash-Film. Du wisst schon. Ihr guckt zu, weil ihr das Spiel nicht mögt und keinen Spaß daran habt. Ja, ja. Das ist der Grund. Okay, Sayama, los geht's. Ich kenne das von Steam. Sage ich auch immer, ich habe nichts zu spielen. Dabei sind es irgendwie über 300 Spiele oder so, die alle mal spielen müsste. Danke, Sayama. Kong. Vielleicht ist noch einer dabei, der Kong heißt. Rums. Echt so schlimm. Ich denke mir dann jedes Mal so, ja, das und das könnte ich mal spielen, für mich privat, so bla. Aber irgendwie bin ich dann grundsätzlich mit der Masse überfordert. Kenn das. Humble Keys. Och nein. Ja, nice. Sore ga Jingonha no okite ya. Washi mo okite ni shitagatte okeba yokattan ya. Mukashi tanin sama ni sanzan meiwaku o kaketa otoko ga hito nami ni shiyawase na seikatsu o okuritai nado to omottan ga machigai yattan ya.
Also 16 Seiten Humble Bundle Keys. Ich glaube, dann ist da mehr Humble Bundle am Start gewesen als bei mir tatsächlich. Strategien RPGs klingt gut. Ich bin total nah 2 Jahre. Leute. Ich glaube, ich habe aber nicht jedes Bundle irgendwie mitgenommen. Von daher. Ich glaube, ich kenne Humble Bundle seit 3 Jahren oder so. Zur Hölle, Mann. Also, die letzten 5 Minuten in-game, die waren jetzt mal, Und Chapter 3, wir müssen mal gucken, wann wir diese Majima-Saga da spielen. Okay, ein neues Kapitel. Oh boy. Boah, ich habe jetzt diesen Schauder, wenn er den Rücken runtergelaufen ist. Das war hart. Kapitel 12. Osaka Castle. Osaka Joe. Sollen wir einfach jeden Tag deinen Nicht-Geburtstag feiern? Wär das ein Deal? What the heck? Was ist denn da bitte alles dabei bei den 16 Seiten? お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ。 帰る。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。俺は気になって、おやさんの後を追った。 Ich habe viele Humble Bundles verpasst, über die ich mich sehr geärgert habe, muss ich sagen. Mir fällt aber jetzt spontan nicht ein, was da noch alles drin war, weil ich habe es verdrängt, damit ich mich nicht so sehr ärgere. Wow, wieder einer dieser Tage. Ich hatte nur gesagt, was ist denn da so alles auf diesen 16 Seiten dabei? Weil ich habe mich ziemlich geärgert, dass ich einige Humble Bundles verpasst habe. Wow. Sekunde kurz.
dass ich einige Humble Bundles verpasst habe, aber ich weiß gerade nicht mehr, welche Spiele da drin waren, weil ich es verdrängt habe, weil ich mich sehr darüber geärgert habe. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts gefragt. So war das also. Holy moly. Wenn du sagst, das sind Sachen, die du irgendwie nicht brauchst, nicht willst oder so, schreib mir doch mal eine Liste via DM oder so in Discord. Das, dann gucke ich da mal durch. Vielleicht sind auch ein paar Sachen dabei, die wir vielleicht zum Backerbash verlosen könnten oder so. Wenn du willst, natürlich, ne? Ist kein Zwang. Das ist genau der Kontrast zur Nacht vorher. Er stand jetzt den ganzen Tag am Fluss. Also ich finde diesen Plot-Twist gerade irgendwie mega brutal. Mental. Ist heftig. Er ist jetzt wieder in der Situation, wo er für alles verantwortlich gemacht wird. Genau das, was er eigentlich gar nicht mehr wollte. Also wie gesagt, wenn du an keinem von dem so sehr hängst und sagst, hey, what the freaking hell geht da gerade ab? Und schreibt mir die doch gerne mal per PM im Discord. Das wäre mega cool. Dann kann ich aber einfach mal durchgucken, ob da irgendwas dabei ist. Ansonsten können wir sie ja wirklich beim Backerbash verlosen oder so, wenn du Lust hast. Ja. Weißt du, nach sowas läuft der noch. Ich bin... Das Schlimme ist, ihr lebt das ja mit euch. Ja, halt auch zum ersten Mal. Weil ich... Seit Zero spiele ich das ja alles mit euch. Boah. Das wäre geiler Cliffhanger gewesen, ne?
Oh. Oh nein. Ja gut, mit Overwatch kannst du mich tatsächlich jagen. No offense. Oh Gott, die Steuerung ist ja widerlich. Seit Zero spiele ich das ja alles hier mit euch. Ja, das heißt, kein Vorgucken oder sonst irgendwas. Oh Gott, das werde ich niemals überleben. Warte, ich muss ja mal wieder meiner Persönlichkeit eine gute Note verleihen. Ja, das Gute an Overwatch ist... Oh nein. Ich muss ja mal wieder meine Persönlichkeit unterstreichen. Das Gute an Overwatch ist definitiv DVA-Hentai. So. Gott, ist das brutal. Theoda? Müsste mal wieder auf der Karte nachgucken, aber... Lass mich mal gerade ganz kurz gucken. Theoda. Der Bezirk Chiyoda besteht aus dem Kaiserpalast der ehemaligen Burg Edo. Ja. Das ist auch Budokan, ja, an Budokan waren wir. Ja, sei du. Musst du mir das gerade nur noch mal so ein bisschen präsent machen? Ja, kenne ich Kermit, ja. Ach nein. Kein Wunder, dass Haruka so geworden ist, wie sie geworden ist. Ja, also du hast da echt viele coole Sachen. Ich meine, guck mal, da hast den Kaiserpalast da, du hast Nippon Budokan da, du hast den Hibiya-Park da, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon eine recht coole Gegend. Da ist auch ein bisschen Vegetation und so. Das ist schon schön da. Was ist das? Wie hat das denn funktioniert? Er hat ihn abgestochen und gleichzeitig den Zettel da reingelegt, oder was? What the freaking hell? Wow.
止めても無駄や思うけど、その傷や無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか。Also die Gegend ist schon echt cool. Dass da auch diese eine Ringlinie, die dich einmal quer durch die Distrikte fährt und so. Alles ist schon echt cool da. Ist auch regelmäßig, ist da auch mal so Eidelkram im Hibiya Park. Und da ist auch eine. Das ist auch so eine. Wie nennt man es denn? So eine Eventhalle, so eine kleine. Und du kommst von da eigentlich relativ gut in die ganzen Stadtteile, die so interessant wären. Hier Asakusa, Shibuya und. Das hab halt leider nicht ich zu entscheiden. Das ist mein Problem. Hab leider nicht ich zu entscheiden. Und also die Fahrwege sind gar nicht so weit von da. Ja. Ich finde es übrigens geil, dass es immer irgendwie relativ nah an unserem Club ist. Ist ja ganz. Jetzt ist er nur so. Ja. Aber er war voll aufgebracht. Oh. Ich hasse sowas. Oi. Weißt du, warum immer Haruka? Ich hasse es. Das ist das, was ich in dieser Reihe so hasse. Haruka ist immer ein Druckmittel. Also ich kann es halt wirklich nur empfehlen. Also es ist schon mega cool, die Gegend. Wenn ich sonst schon nicht so viel... Ist das Hank? Ah, nee. Ich dachte gerade, wer Hank. Chocolate Takoyaki. War. Wieso guckst du denn jetzt gerade nach einem Hotel, Kermit? Hat doch keiner Geld, um nach Japan zu fliegen gerade. Ich wünschte, es wäre so. Klar, wie sehen die mich denn durch die ganzen Menschen? Da freaking hell. Ja, das muss ich schon selbst entscheiden. Es gibt nur eine Sache, zu der ich sie in unsere Beziehung zwingen werde. Ja. Und das spreche ich hier nicht laut aus. Und zwar mich zu heiraten. Das ist das Einzige, wozu ich sie zwingen werde. Alles andere muss ich selbst entscheiden. Es wäre lustig, wenn die Bücherstapel halt noch so ausrasten würden, aber. So. Nee, doch nicht so interessant wie gedacht. Was ist das eigentlich für. Achso. Nee, okay. Die ist halt nur auf der Karte so. Dachte jetzt vielleicht. Nein, Kermit. Nein. Abgelehnt. Oi. Nein, Kermit. Also
In Anbetracht des roten Betrags. Moment, das könnte. Moment, reinrechnen. Wann 2019? Trigger mich nicht, Kermit. Ich habe etwas beim Idle Panel erzählt. Trigger mich nicht. Sommermonate kannst du dich direkt erschießen. Sobald du schon aus dem Flughafen kommst, erschieß dich. Aber wir müssen erstmal Geld sparen. Moment. Okay, gehen wir mal vom Mai aus. Sekunde, ganz kurz. Ganz kurz. Der Onkel, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Ja, Kermit hat's getriggert. Sekunde. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Also. Angenommen. So, so viel ist noch übrig. Jetzt haben wir Oktober. Das bedeutet... Mai wäre das. Das heißt also... Also mal angenommen, ja. Das ist das, was ich rauskriege. Das ist das, was dazu kommt. Bei 6 Stunden. 8 Stunden mach. Also Mai wäre theoretisch möglich. Wenn nicht hier noch irgendwelche totalen durchgeknallten Donations à la Bausch kommen, dann ist das selbst hinzukriegen, was ich da gerade ausgerechnet habe. Welp. Der Körper lässt uns ja keine Wahl. Du hast keine Vorstellung übrigens, wie sehr wir das wollen. Auch mal wieder hin, ne? Es gab schon Tage, da habe ich zu Tamara gesagt, ich verkaufe alles, was in diesem Raum ist, einfach nur, damit der Kram endlich auf Null steht. Ich, weißt du, ich habe schon einige Freunde da, die mich jeden Monat, wirklich fast jeden Monat fragen, wann es denn mal wieder soweit ist. Jeden verdammten Monat, und es zerreißt mir jeden Monat mehr das Herz. Damit meine ich jetzt nicht Idols im Generellen, sondern wirklich Freunde, die ich dort gefunden habe. Und das macht es einfach so unglaublich schwer. Toll. Auf beiden Seiten warten Vollpfosten. Mal da hoch. Wenn du willst, dann flieg. Ich meine, es bleibt dir eh dir überlassen. Mit uns willst du auch gar nicht, glaube ich, durch Tokio oder wo auch immer ziehen. Glaub mir. Ist halt mitunter auch einer der Gründe, warum ich aus einigen Gründen halt gesagt habe, ich kann aktuell nicht so viel machen. Was jetzt halt. Dass aktuell jetzt die Arbeits- und Ausbildungssituation so beschissen ist, das macht es halt leider nicht besser. Also, alles Kacke.
Ja, Tamara hat dann sowieso die Peitsche in der Hand, glaube ich. Ja. Hä? Das ist Kurokawa. In 3 Jahren? Ich verprügel dich gleich. 3 Jahre? Glaubst du, Yu-Chan ist noch bei Seishun Gakuen in 3 Jahren? Lul. Glaub mir, ich arbeite hart dran. Ich weigere mich übrigens immer noch, ja, Bauschi zufälligerweise da. Ich weigere mich übrigens immer noch, ja. Bauschi hat eigentlich getriggert, ja. Wenigstens bist du noch bei Yakuza in 3 Jahren. Das stimmt. Das stimmt. Ich werde es wahrscheinlich noch in 3 Jahren spielen, weil dann ist bestimmt Ishin draußen und Kansen. Kensan? Kansen? Kensan? Oh boy. Ne, da kommen wir nochmal mit. So, ich vergesse, was ich sagen wollte, verdammt. Achso, weil Bausch noch meinte, so, ja, ich soll doch tatsächlich die Restsumme als Donation Bar in meine Privatstreams einbauen und hier unten drunter als Goal schreiben. Weil es ja mit den anderen ja abgesprochen wäre und so. Ich weigere mich, weil ich genau weiß, wie das endet. Und das will ich auch nicht. Das will ich einfach auch nicht. Wenn ihr hier irgendwas lasst, ja, also finanzmäßig oder Sub oder keine Ahnung was, dann tut ihr das aus freien Stücken und nicht, weil ihr, keine Ahnung, Mitleid habt oder was auch immer und bla, weil das sind auch nicht eure Probleme. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade irgendwie schon wieder damit anfange, aber das sind auch da nicht eure Probleme und so. Klar, für uns wären es halt 300 Klötze vom Rücken runter. Klar, keine Frage, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich. Ja. So. Nani. Das Problem, André. A. Ich weiß, du wärst auch dabei. B. Wüsste ich nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. All das, was wir in den letzten 2,5 Jahren gemacht haben, rechtfertigt nicht sowas dann. Gar nicht. Mir wird ein bisschen übel, wenn ich dran denke und ich fange gleich an zu weinen. Also lassen wir es bitte. Weil das ist alles irgendwie eine Hoffnung, die unerfüllt bleibt, will ich behaupten. Also bitte. Ich glaube, wir dürfen wieder Menschen ins Wasser schmeißen. Macht mich fast schon wieder glücklich. Warte. Ich will gleich auf jeden Fall die Ehre haben, Kurokawa darüber zu schmeißen, der blöde Penner. Und von Anfang an hat mir schon von Anfang an gestunken, der Typ. Tschüss. Arschkopf. Komm du auch mal her. Vor allen Dingen fällt mir es halt im Generellen irgendwie
Ich habe noch keine Antwort darauf, André, weil ich kenne doch nur Ego. Wir warten, bis der Idle Manager draußen ist und dieses komische Netzwerk-Feature. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht mehr, ob eine Akupunkturklinik. Die Akupunkturklinik? Like. Yakuza Zero Akupunkturklinik? Oh. Ah, ne, anscheinend nicht. Das hätte mich jetzt auch überrascht. Bei einem Menschen wirst du nicht glücklich. Ja, das befürchte ich. Ah, ja, erstmal vom Baum laufen. So fühle ich mich gerade. Das ist einfach so ein schweres Thema. Ich finde dafür eigentlich auch einfach keine Worte. Das ist. Hallo. Hauptsache erstmal ignoriert werden. Komm mal her, meine Mutti hat die Peitsche am Start. Ja? Hallo. Ah, ich habe keinen Heat, jetzt habe ich Heat. Schön. Ah, ein Traum. Ich glaube, das nutze ich mal eben, oder? Das ja, nein, vielleicht. Uiuiui. Boost Heavy Attack Mox. Wir machen erst Folgendes. Wir machen erst hier die Stats voll. Oh! Die Limit Break. Okay, Health ist Maximum oder was? Nee. Hä? Nicer Dicer. Ach nö. Was fehlt denn? 999, ich hab nicht genug. Eise. Ich könnte einen Heat Action Boost noch machen, aber das hilft uns ja auch nicht. Also, das gefällt mir sehr gut. Da müssen wir gleich mal gucken, was da noch übrig bleibt. Das ist ja ein Knaller. Mein Stats jetzt 820 von 1200. Da geht was, Freunde. Nun, wo wollte ich hier ursprünglich hin? Ach ja, zur Akupunkturklinik. Geht dann da lang. 20 Melonen habe ich auf mein Konto. Die Sirgin hat geprickelt in die Bauchnabel. Moment, ist das nicht trotzdem diese Klinik, in der Makoto gearbeitet hat? Das sieht doch absolut identisch aus. Ich sauf doch nicht. Ah,
Ah, und natürlich Akupunktur vorhin nochmal zu diesem Thema, dass Akupunktur gerade nach Bol bzw. der traditionellen chinesischen Medizin, dass da einiges passiert, von dem kein Arzt wirklich weiß, warum das so ist, wie es ist. Was? However. Triggert mich ein bisschen gerade. Kumaki Break for Recovery. Oh. Vielleicht soll ich auch mal Akupunktur machen gehen. Nur mal so, einfach mal gucken. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt gerade aktiviere. So, ich mache das einfach mal so ein, zwei Mal. Ne? Ich weiß, der Storypunkt ist dahin. Das ist mir aber jetzt erst auch aufgefallen. Na gut, er sagt immer das Gleiche. Hä? Moment. Okay. Oh, vielleicht hat sich dadurch jetzt eine Substory geöffnet. Moment, ich gehe nochmal ganz kurz raus. Nee. Okay. Hätte ja sein können. Dann ich mit dem Story Progress dann. Okay. Wisst ihr, ich wusste, dass es keine gute Idee war, über den Kram zu reden, weil irgendwie der Chat jetzt so tot ist. Boy. Ist eins schuld von mir. Weil Topic. Das Messer hat er ja gerade noch nicht in der Hand, aber ist auch egal. Und der Dualshock-Controller ist fast leer, das trifft sich ja mal wieder super im Moment. Ja, ich gebe zu, ich habe zu viel Soul Calibur gedaddelt. Hat übrigens nur mal so am Rande. Ich glaube, Makoto wird einfach, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Makoto da nochmal vorkommt. Ich meine, hallo, sie war ja in World is a Remake, ne? Weil Zero war doch an sich eigentlich mit Makoto abgeschlossen. Jetzt haben wir halt aber vorhin schon mal, was heißt vorhin, bei irgendeinem der Karaoke-Songs haben wir ja gesehen, dass Majima, dass der Song mit Majima halt Makoto auch gezeigt hat.
Ja, ich will sie doch auch gern wiedersehen, aber wie alt wäre die denn dann jetzt? Was war die so? So 16, 17 in Zero? Und dann ist jetzt 20 Jahre obendrauf, dann ist sie 37? Osaka Castle, it is then. Wenn mich nicht alles täuscht, war Simone auch schon mal bei Osaka Joe. Ist auch was ich gerne mal sehen wollen würde. Osaka Joe oder Nagoya Joe. Katnai Joe. Entschuldigung, der kam so angeflogen. Okay, und Sayama ist nun mal so, gingen in den Großstadtdschungel long time ago. Wo kommen sie her, wo gehen sie hin, fragt euch mich, fragt Kanejo. Das Schloss Osaka. Hübsch. Sind wir aber auch nicht ganz hier, ne? Ja klar, als ob. Ja klar, bauen wir Minecraft nach. Okay, ich habe das Spiel bis zu diesem Punkt für realistisch gehalten. Zumindest annähernd realistisch. Aber das kaufe ich denen nicht ab. Digga, das kaufe ich euch nicht ab. Digga, nee. Ich gehe dann in Osaka, gehe ich das Schloss an jedem Stein abklopfen, ob das geht. Ansonsten schreibe ich euch einen bösen Brief. What the heck? Oh, es erinnert auch ein bisschen an Ishin jetzt, gell? Ich bin sein Halbtraum. Haruka, wo ist er? Oben im Turm. Das Mädchen ist oben im Turm. Was kommt als nächstes? Der Frosch aus dem Teich ist ein Prinz. Alles voll realistisch. Chris, beschwerst du dich über Realismus in einem digitalen Spiel? Ja. Go to the Central Tower. Mann, die haben Lanzen, das ist doch fies und gemein, Mann. Pieksen. Ja, die kommt aus einem Brunnen. Wahrscheinlich, ja. Ja, Haruka, lass dein Haar herunter. Oh, warte, kann ich die Lanzen aufheben? Nee, ne? Nee, schade. Die Musik ist aber ziemlich nice, ich eigentlich. Die Musik erinnert mich an Tsugaru aus Dance Dance Revolution. Das ist ja Strohgold, Mann. Aber bestimmt irgendwas aus Steinen, André. Als ob es im Schloss Osaka so aussieht. Ja, als ob. What the. Was ist das denn hier? Assassin's Creed? Prince of Persia? Werden die auch von den Dingern getroffen? Weißt du, die werden nicht von den Dingern. Au! Die werden nicht von den Dingern getroffen, aber ich.
Was ist denn da los? What the? Bro! Also ich glaube, die Serie ist ernst zu nehmen da als, Teil 3 aufwärts. Da actual fool. Und nicht schon wieder. Das konnte ich doch schon bei Prince of Persia. Ah, nicht. Oh Gott. Eins Labyrinth. Hänsel und Gretel, Heiter und Froh ging nicht jetzt mal so long time ago. Oh Gott. Absolut einbruchsig. Das, ja. Oh, ein roter Rächer. Hans-Peter, bist du's? Eigentlich müssten wir mal auf meinem Privatkanal dann Ishin weiterspielen. Oder? Ich meine, wir verstehen zwar nichts, aber ich kann die Geschichte ja erklären, aber what the freaking hell. Der Ishin ist großartig. Was? Sega? Was? Ah! Was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn das für eine surreale Scheiße? Liegt er im Koma seit dem Messer? Da oben ist nur so ein Heckenpenner. Alles mit dir, guter Mann. I don't have words. Inventar. Da kann man schon mal irgendwie so ein Stamina-Ex reinpfeifen. Ach komm, gib mir nur einen. Und noch ein Bento. Bei hier. Was kommt noch? Bin gespannt. Ja, da lag halt was, aber boah. Ja, klar, guck mal, der steht drin. Aber mich trifft's. Äußerst fair! Please don't! Au! Also, au! Guck mal, das Kinderballett von Lucia Martas. Ist das ein Traum? Oh, weg da. Ah, schön.
Ninjas bringen volle Action, der Mini-Ninja-Show. Ninjas kommen ganz groß raus in der Mini-Ninja-Show. Alle waren Tänzer, auch wenn einer nur... Oh Gott. Schön war's. Oh. Lustig. Oh, das war's schon. Ach komm. Sasuga ya na. Yo, koko made tadoritsuita wa. Sengoku. Aber immer noch das Gefühl, da ist noch ein Haken an der Sache. Lass die Loli frei! So naina dekai koi dasaretara, washi no petto ga me samashite shimau yanai ka. Koitsura hara sukashi totte no. Warui kedo, esa ni nattara ii ya. Onee made kami kudaitte. Du hast genug Lehrfilme geguckt, dass du weißt, was jetzt passiert. Ja. Hat keine 10 Sekunden gedauert, haben sie Muschi gezeigt. Zwei sogar. Entschuldigung. Gott, es ist 20.40 Uhr. Ja, als ob. Klar. What the... What the freaking fool. Jo. Jo, klar. Jo. Jo. Ah, guck mal hier. Die Lanze ist zerbrochen. Ich habe die Technik nicht gelernt mit der mit dem Piekser. Bitte nicht kommen. Der nett von dir. Was? Hast du voll gespeichert? Nein. Kommt doch jetzt ein QTE. Was ist, wenn man das nicht schafft? Kopf ab oder was? Jo, klar! Also man muss halt spielen lassen, ist schon Action. Gell? Also... Au. Komm, einmal in die Street. Komm her. Mr. Tiger. Hallo du. Feel the heat. Ich bin gespannt. Auf den Finisher. Achtung. Au. Das ist schön. Hat sich gelohnt heute. Definitiv. Ja. Maria, Pokémon Kai. Haruka. Kaise. リュウジ! 何しとるんや、お前? Ich habe keine Ahnung, ich bin absolut überfordert davon, Kermit. Genau, hier wurden keine echten Tiere verletzt. Die schlafen nur. Wasimo, Mokteki no tame nara nandemo suru otoko ya. Seiya kedo,
ガキを人質に取るんは趣味に合わん。ふん、親の七光のくせしよって何言っとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。Komm, Plot-Twist ist jetzt, er ist auf unserer Seite jetzt, oder was? So, tut mir leid. Sieh es ein oder so. Übermorgen? Oh. Man kann sagen, was man will, die Spielerei ist großartig. Das heißt, wir gehen zurück nach Kamurocho. またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。Er muss jetzt nur noch durch die Fallenräume wieder zurück, ne? Wo kommt die denn jetzt her? 傷口が少し開いたみたいね。Wann wollen die das denn verkaufen? 大丈夫よ。すぐに良くなるわ。よかった。なぜ？ママからメモのこと聞いたの。Ist denn wie eine Elfe durch die Fallen getänzelt? So wie das Ballett vorhin. 無事でよかったわ。I'm a ninja, you are ninja too. またカッコつけちゃって。Eine Fleischwunde, richtig. このアホ。Aha.What the? Ich hab ihm von Anfang an nicht vertraut. Ich hab ihm von Anfang an nicht vertraut. Was macht er da? Kann halt wahr sein.Das geht jetzt hier aber Schlag auf Schlag. Kapitel 13. Settling Accounts. Hi. これでよし。ありがとう。これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった Selling accounts. Ja, machen wir öfter. Ein gutes Yakuza-Geschäft. あなたの生きている。だからキリュウさんを信じてあげて。生きている。ん？生きているって言ったって。一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。タミオさんの姿が見当たらないのか。Ja, der eine Typ da auf der Straße, den wir schon dreimal angesprochen haben, der gesagt hat, das Schloss hat sich zwiegespalten. Ja. Er behielt recht. Ich habe ihn schon für verrückt gehalten. Bestimmt weiß Datte wieder mehr.Was mich nicht wundern würde. Jetzt wirklich Spiel, really. Okay, Onkel Cass.
The Man in Black. Ich würde sagen, wir futtern erstmal was. Inventory. Erstmal das ganze Futter hier wegbolzen. Wird ja auch schlecht, der Kram irgendwann. So, Haruka, dann, jo, let's go. Goku Power Rangers. So, jetzt erstmal eine Sache for Science nachgucken. Completion List. Adventure. Ich hab da irgendwas... Oh Gott. Wenn da steht, Fulfill 5 of Harukas Requests. Und da sind 300 in dieser Liste. For fuck's sake, no. Was ist das mit Haruka? Da darf sie ja nicht rein. Komm so. Haltet ihr in dem Teil auch Händchen? Oh, warte. Like, for real? Die Charaktere posieren wirklich? Schiebes. Komm. Ja, was kann man denn mit Haruka machen? Wahrscheinlich essen gehen. Komm. Komm, Kind. Wir gehen was essen. Boah, ich bewege mich aber jetzt nicht in deiner Geschwindigkeit. Sind wir morgen noch hier? Eine halbe Stunde haben wir noch. Das ist, glaube ich, sowieso kein Karaoke-Laden hier. Kein Karaoke mit Haruka. Eigentlich, André, du könntest was verpassen. Noch mehr insane Shit. Oh, komm. I should totally get some crap. Gucken, ob, wenn das jetzt wie in den anderen Teilen fokussiert, macht jetzt gleich. Nee, nee. Und Jesus. Okay. Also müssen wir zur Giant Crab. Und gehen wir zu der Giant Crab. Gehen wir zu. Horny. Wir haben keine Zeit. Ich bin mit Haruka unterwegs. Lasst mich in Ruhe. Haruka. Ist alleine gegessen oder was? Ich bin überfordert. Moment. Haruka? Hi. Oh. Ja, dann, was willst du denn jetzt, Kind? Kann ich mit dir sprechen, okay. Nu?
Lass mich raten, jetzt gehen wir beim Club Sega vorbei und dann will sie jetzt wahrscheinlich gleich irgendwie so ein Plüschvieh. Jetzt will sie sprechen. Kommt gleich. Kann ich mit ihr reden? Sultan Body Pawn Shop. Da unten. Gehen wir da halt auch hin. Bin ich eigentlich gezwungen, das alles zu machen? Ah ne, dann muss ich nach da unten, okay. Wollte ich jetzt nur wissen. Ja, aber Story intensifies, aber richtig. Ja, heftig. Haruka? Ja, kommst du nicht mit rein vielleicht? A bulletproof vest. Wahrscheinlich das dann. Haruka Candy. Rocky Candy. Oh, das kennt keine Sau mehr. Kennt noch von euch jemand dieses YouTube-Video Rocky Candy? Ist gut? Glaube nicht. Dafür seid ihr alle zu jung. Na, Max vielleicht. Das will ich nicht unterschätzen. Okay. Das ist bei Other. Okay. Dann ist es hier. Sweet Crunchy Candy. Heat Recovery plus 2. Und ich glaube, ich will sagen Rocky Candy. Wow. Das ist meine Aufklärungspflicht als Internetmensch. Rocky Candy. Mal gucken, ob es das noch gibt. Rocky Candy. Oh Gott, du findest alles, nur nicht das, was ich meine. Okay, alles klar. Rocky Candy. Okay, ich glaube, das verschiebe ich mal mit der Suche. Rocky Candy. Rocky Candy. Das war so dumm früher. Das war so dumm. Ja gut, Kermit, du hast ja aber auch gesagt, du bist jetzt nicht so der also bist jetzt nicht internetfest auch. Lucky Candy. It makes you strong. Ich hab's gefunden. Rocky Candy. Scheiße. Wo war ich? Ah ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so, what's next? Haruka. Haben wir jetzt von Haruka? Ramen sounds good.
It replied a famous ramen spot, you know, the one with the big dragon on the roof. Nee, weiß ich gerade nicht. Aber es kann ja nur was da oben sein, alles andere macht ja keinen Sinn. Ja, ja, ja. Lucky Candy. Lucky Candy, das ist so gut. Oh Gott. It makes you strong. Lucky Candy. Haruka, geh mal kurz aus dem Weg. Also, wenn das jetzt im Speedrun... Was? Boom. Wenn das jetzt im Yakuza 6 Speedrun gewesen wäre, wäre das ein schlechter... war das ein schlechter Bike-Strat. Damn. Okay. Haruka. Ein großer Drache. A big dragon. Das ist Kani. Ein Oktopus. Ein Oktobus. Oktobus. The Bus. The Mann der Arsch. Ein bisschen weiter würde ich sagen. Ein Dragon. Lucky Candy. Wo ist denn da ein Rahmenladen mit einem Drachen? Das ist kein Drache. Ach, Kingyu Ramen. Ja, Kingyu. Ja, weiße Drache. So, und was willst du da? The Kingyu Signature Ramen. Hab da nur einen Rahmen. Huch. Boah, Spiel. War es das Richtige? Nö. Ja gut, dann kriegst du halt ein anderes. Das Spiel hat ja eh verhindert, dass ich das... Ja. Yeah. Thank you very much. Nun. Tamara ist noch nicht da. Da stand Signature dran. Oh Gott. Das siehst du mal, ich will das alles schnell hier machen, dass wir es noch durchkriegen. So, warte nu. Kind. Richtig aus. Aus Tessen Club vielleicht? Hast du Lust? Oh, jetzt. Virtual on. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ja gut, dann haben wir das auch mal gesehen. 2037. Du, 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 du. Ne, das ist der Golfclub. Don't mind me. Ja, Haruka. Da 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 da
Das ist normal, ist daneben dann vielleicht easy. Normal Difficulty. Da gibt's nicht anders. Okay, komm, play. Gott, nie gespielt vorher. Set Coins. The freaking hell ist denn das? Hätte Haruka vorher fragen sollen, ne? Oh Gott, kann mir das Spiel... Nein. Danke. Okay. So ist es. Kann ich den auch irgendwie... Mal kurz gucken. Dash, move, turn left, turn right, dash, okay. Wird sowas echt verkauft? Pacific Rim, meine Damen und Herren. Okay. Was ist denn da los, sag mal? Digga. Au. Ich hab keine Ahnung, was ich da tue. Ich hätte halt Haruka vorher fragen sollen, was sie genau will. Ach Gott, will sie... Wow! Okay. Wenn sie meint. Nehmen wir doch nochmal das Ding da. Welche Welt?
Also wir müssen dreimal gewinnen. Dreimal müssen wir gewinnen, hat sie gesagt. Oh. Die Musik ist ja voll cool. Hallo Chris, was geht ab? Linux-Mann. Hey, was? Wie kann ich nochmal dashen? So, okay. Oh boy. Was? Bisschen Imbar vielleicht? Kurze Frage, Henrik. Wie hast du das hier hingekriegt? Frage für einen Freund. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Hauptsache immer dieser dicke Angriff hier. What the? Was zum gestriegelten Frettchen? Was? Für Haruka zählt das trotzdem. Weißt du, ob das die schlauste Sache ist, das auf Normal Difficulty zu spielen? Wo das Spiel halt sowieso nicht kann? Gosh, please.
equipment. Humus. Get ready. Au. Vergiss es. Hallo, Kinder. Oh Gott. Das ist ja mal echt heftig. Also das Vieh ist ja heftig. Ich verliere schon die ganze Zeit. Was heißt die ganze Zeit? Das ist, glaube ich, der vierte Versuch oder so. Das war noch bevor du deine Ankunft hier zelebriert hast. Ich hasse Gundam. Ja, Haruka, ich glaube, diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Zumindest hier nicht, läuft ja super. Jetzt sollte ich mal so ein anderes Viech nehmen, oder? Ist hier ja, wow. Bisschen wie Grimm, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich mache das ohne euch. Gott. Ja, Tamara hatte da auch, nee, ich glaube, Momo hatte da auch so einen großartigen Tipp parat. Das ist übrigens jetzt so die Stelle, wo man diesen Quote triggern müsste. So. Das heißt also, ich mache dann irgendwas anderes gleich. ...53, ja toll. Hat der Momo nicht auch irgendwas gesagt mit, irgendwas mit Sterben und bla und... keine Ahnung, weiß nicht mehr. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Was mache ich jetzt? Hat Haruka vielleicht noch eine andere Idee dann? Oder steht sie jetzt einfach die ganze Zeit darum, bis ich das gelöst habe? Oh Gott.
Komm schon, Spiel echt. Ja, gut. Haruka, komm. Bitte sag mir, dass sie da weggeht, nicht, dass man nicht machen muss. Ist das vielleicht in der... Moment, kommt... Wofür wär's mit Tod? Halt, bin falsch. Adventure. Okay, es wirkt random. Zum Beispiel. Eine andere Idee jetzt? Nein, Haruka. Tun wir nicht. Ah, oh, ist das doch nicht wahr. Haruka, kann ich dich vielleicht mit einem Essen oder so? Ja gut, dann verprügeln wir halt Menschen, vielleicht gefällt dir das mehr. Ah, da ist ja noch so ein Stilibubi. Ums. Noch einer übrig? Oh. Gut, dann. Das ist ein Golfschläger, ich ein Fahrrad. Kettler regelt. Nee, wir hatten noch kein Linux. Leider. Oh, sie will, dass ich dieses blöde Mecker-Ding mache. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ihr ja, macht doch zur Zeit Linux, da dachte ich, ich nenne dich Herr Linux, ja. So, pass auf, dann machen wir jetzt gleich Folgendes, ja. Ich gehe dann einfach nochmal ins Menü und statte mich ein bisschen. Weil Erfahrung regelt. Langes Wochenende. Was? Jetzt Donnerstag, Freitag frei oder was? Zusätzlich. Ich hoffe, bei mir regelt sich das auch irgendwie wieder, weil ich würde halt schon gern weiter zur Schule gehen jetzt nach dieser Geschichte. Ah. Ja gut. Noch so ein Psycho irgendwo. Da unten. Das ist ja ein Traum. Egal. Wir haben 19... Oh, Moment. Halt. Stats. Ja, das finde ich übrigens mega interessant gerade, dass der Kram hier. Was habe ich vorhin? Was wollte ich vorhin? Ich wollte das hier boosten. Hallo, Soli. Guten Abend. Du bist fast pünktlich zur Übergabe. Dann übergebe ich mich an Tamara. Mich würde schon interessieren, was der ganze Kram ist, der hier noch gelockt ist. Ne? Schauen wir mal hier. Schauen wir mal die Heat Actions. So. Oh, hier ist tatsächlich noch ein bisschen was. Der Essenz des Lotus-Speers. Kann ich jetzt nicht mehr, weil vorne die ganzen roten Punkte weg sind. Schade. Aber das ist doch noch einiges. Wahrscheinlich sind das noch Sachen, die man von Komaki lernt, war. Oder von der, von der Akupunkturklinik. Thank you.
Das könnten wir mal boosten. Alkoholtoleranz wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt für uns. Es werden halt nur die Sachen gequotet. Das ist ein Hauptproblem. Draußen hat es gehupt. Also man kann mit der Heatleiste anscheinend noch hier weiter. Komm, ich break mal. Limit Breaker. Ich habe mein Limit gebreakt. Mir wäre eigentlich lieber den Attack Limit Break und den... Ach, verdammt, Axt. Ja gut. Dann passt das jetzt ja ganz gut, dass ich jetzt mal eben speichern tun täte. Und dann machen wir wahrscheinlich morgen. Ja, wahrscheinlich. Machen wir wahrscheinlich morgen mit Haruka weiter. Oder ich mache das irgendwie so nebenbei mal, dass ich versuche diesen ganzen Kram. Ja, da wäre eigentlich wahrscheinlich noch mehr drin. Nur oft ist entweder keiner da, um das zu quoten, oder sind alle zu faul. Oder die können nicht quoten. Ich habe keine Ahnung. Nun. Saxophonmann, dein Einsatz. Ah, da ist er wieder. Jo, ich werde dann gucken, ob ich diese ganzen Haruka-Sachen irgendwie so nebenbei mache oder so. Irgendwie, glaube ich, irrelevant wegen der Completion. Vielleicht machen wir das auch einfach mit Adventure Plus. Müssen wir mal gucken. Adventure Plus? Ist es Adventure Plus? Premium Adventure. So, vielleicht machen wir das einfach mit Premium Adventure. Gucken wir mal. Und jo. Das war es erstmal von meiner Seite aus gleich. In circa einer Viertelstunde, da gibt es dann Tamara. Die spielt mal wieder Dragon Quest Xi. Ja, das andere Spiel, was ihr schon lange nicht mehr sehen könnt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Wäre doch schön, wenn ihr für Tamara da bleibt und zumindest irgendwie eine Waffel da lässt, weil die hat bestimmt Hunger. In diesem Sinne, bis morgen, liebe Freunde. Und danke für eure Gesellschaft heute. Wingapo und tschüss.